Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Filmkritik und zwar zum neuen Film in einer Reihe, die mir sehr am Herzen liegt. Ich bin nämlich Kind der 80er und damit groß geworden mit den Indiana Jones Filmen. Und ja, ich bin neugierig gewesen, was dieser Film jetzt kann. Wir wissen alle, Königreich des Kristallschädels hat auf der blütendweißen Weste der Originaltrilogie ziemliche Schmauchspuren hinterlassen. Und jetzt hatte man im Vorfeld aus, ich glaube in Cannes wurde er schon gezeigt, nicht so wirklich gute Kritiken zu Das Rad des Schicksals gelesen. Ist da was dran oder kann dieser Film vielleicht doch was? Sage ich euch jetzt. Ich glaube nicht an Magie. Aber ein paar Mal in meinem Leben habe ich Dinge gesehen. Unerklärliche Dinge. Mir wurde klar, dass es nicht so sehr darauf ankommt, woran man glaubt, sondern wie fest man daran glaubt. Ich wollte eigentlich in den letzten Tagen ein Video machen, ein beste Filme-Video oder ein Lieblingsfilm-Video, wo ich mal auf die gesamte Indiana-Jones-Reihe eingehe, beziehungsweise auf die Originaltrilogie. Die finde ich nämlich fantastisch. Insgesamt ist das wirklich purste Popcorn-Unterhaltung, die mich perfekt abgeholt hat. Muss aber sagen, Königreich des Kristallschädels hatte dann sogar mich enttäuscht. Viel zu sehr hatte man das Gefühl, dass hier irgendwas erzwungen werden sollte. So, nun ist ja Steven Spielberg für diesen Teil nicht zurückgekehrt. Regie führt jetzt James Mangold, den ich ganz toll finde, weil er so Sachen wie Ford vs. Ferrari, Todeszug nach Yuma oder Logan gemacht hat. Und er hat sich für den Anfang dieses Films entschieden, einen Schritt zurückzugehen. Das macht man jetzt gerade im US-Kino so, wenn man nicht wirklich weiß, was man zu erzählen hat, dann guckt man einfach zurück und holt jetzt wie Flash neulich zum Beispiel alte Charaktere zurück. Man besucht alte Settings und hier in diesem Fall haben sie per De-Aging den jungen Indiana Jones wieder ausgegraben, der sich in der Zeit der Nazi-Besetzung irgendwo auf einem Schloss um ein Artefakt prügelt. Und ehrlich gesagt, dieser Prolog ist fantastisch. Ja, alles ist wieder da. Die Musik ist wieder da. Dieses Timing, das Tempo, das eines der Trademarks von Steven Spielberg, in dessen Regiearbeit ist. Man merkt ganz deutlich, dass James Mangold sich wirklich sichtlich bemüht, diesen Stil von Steven Spielberg zu emulieren und diesen alten Geist dieser alten Filme wieder heraufzubeschwören. Und es gelingt ihm. Und was sie auch sehr, sehr gut machen, ist, dass sie so einige Trademarks der Reihe wieder heraufbeschwören. Was ich an der Action zum Beispiel in den Indiana Jones Filmen immer ganz toll fand, war, dass die so eine Eskalationsstufe immer eingeführt haben, die so durch Zufälle entstanden ist. Indiana Jones war nämlich nie so ein Massenmörder, der mit einer Pumpgun durch die Gegend gezogen ist und Nazis totgeballert hat, sondern ganz häufig sind Tode auch dadurch entstanden, durch die äußeren Umstände des Settings. Ja, einer meiner Lieblingstode zum Beispiel im allerersten Indiana Jones, wo er sich mit einem riesigen Nazi vor so einem Propellerflugzeug boxt und der dann dummerweise mit einem falschen Schritt in diesem Propeller landet. Und das gibt es auch hier in dieser Anfangssequenz, wo er durch äußere Umstände sehr, sehr viele Nazis sehr, sehr schlimme Tode sterben. Das heißt, so die ersten 15 bis 20 Minuten sind genau dieses Feeling, was man eigentlich haben will in einem Indiana Jones Film. Wobei man natürlich sagen muss, das ist nur geborgt. Hier bedient man sich sehr, sehr viel bei dem, was Steven Spielberg einst gemacht hat. Irgendwas wirkt dann trotzdem slightly off, wie wir Amerikaner sagen. Also irgendwas wirkt nicht ganz richtig. Das hat viel mit dem De-Aging zu tun, weil dieser Effekt natürlich auf jeden Fall sichtbar ist. Er ist nicht perfekt und dadurch ist immer so dieser leichte Uncanny Valley-Effekt da. Aber was noch viel schwerwiegender ist, dass sie die Stimme von Harrison Ford nicht bearbeitet haben. Und wenn du dann halt einen 80-jährigen Mann sprechen lässt, das dann aber über so ein junges Gesicht herüber schneidest, ja, das funktioniert dann leider nicht so wirklich. Und da kommen wir zu einem der Kernpunkte dieses Films im Allgemeinen, dieses Gefühl von irgendwas wirkt hier falsch. Das hatte ich immer und immer wieder. Ja, dieser Film klingt wie Indiana Jones. Der Soundtrack von John Williams ist wieder da. Es gibt die Nazis, es gibt die Artefakte. Indiana Jones und seine Freunde sind wieder da. Es gibt also viele alte Charaktere, die hier auch sich nochmal blicken lassen. Ganz viele Kernelemente aus dieser Reihe sind hier reingepresst worden. Und trotzdem hatte ich das Gefühl, es fühlt sich nie wirklich an wie Indiana Jones. Und dafür gibt es für meinen Geschmack mehrere Punkte. Der erste ist einer, der, ja, dafür kann man kaum was, denn Harrison Ford ist mittlerweile halt 80 Jahre alt und das merkt man ihm deutlich an. Gerade bei den Action-Szenen ächzt er sich so ein bisschen durch die Szenerie. Man hat immer das Gefühl, er wirkt relativ schwerfällig. Ich finde, dass auch der komplette Vibe, den Harrison Ford als Persönlichkeit, also als Mensch auch ausstrahlt, der überträgt sich auf Indiana Jones. Ich weiß nicht, ob ihr Harrison Ford in den letzten Jahren mal verfolgt habt, wenn der in der Öffentlichkeit aufgetreten ist, gerade in Interviews. Der versprüht immer dieses Gefühl von, ah, eigentlich hat er auf Hollywood gar keinen Bock und er hat vor allen Dingen
auf diese alten Reihen auch keinen Bock. Der hat keinen Bock auf Star Wars, er hat irgendwie keinen Bock darauf, auf diese Rollen angesprochen zu werden. Aber es ist so ein seltsamer Disconnect, ne? Wenn man die ganze Zeit sagt, boah, eigentlich habe ich da nicht so richtig Bock drauf, aber dann spielt man dann halt drin mit. Ha, so richtig verstehe ich das nicht. Und seltsamerweise hat sich das in diesem Film mit übertragen. Ganz viele Plotpoints hier bestehen daraus, dass Indiana Jones eigentlich müde ist. Der ist am Ende seiner Karriere angelangt und eigentlich hat er auch nicht mehr wirklich Lust auf irgendwas. Und das kommt immer wieder durch, am Anfang, am Ende. Und das wirkt nicht wie ein Held wider Willen, der dann aber trotzdem Held ist, so wie das in den ersten Indiana Jones Filmen gewesen ist, sondern es wirkt wie so ein Held, der längst keiner mehr ist und eigentlich auch keiner mehr sein möchte. Und es fühlt sich falsch an für diesen Film. Ich verstehe vor allen Dingen nicht, warum sie jetzt überhaupt den Grund gesehen haben, Indiana Jones nochmal als Figur auszugraben. Ich finde, man kann viel an Königreich des Kristallschädels kritisieren, aber eigentlich hatte dieser Film einen relativ runden Abschluss für die Figur Indiana Jones gefunden. Dieser Mann, der sich irgendwie nie eingestehen wollte, dass er Beziehungen und Menschen auch braucht, der hatte dann am Ende des Films für sich festgestellt, dass das vielleicht größte Abenteuer seiner Karriere die Familie ist. Und ich fand, das war ein schöner Abgang für diesen Helden. Jetzt im fünften Teil gibt es ehrlich gesagt keinen echten Grund, warum man ihn überhaupt ausgraben müsste. Ja, man merkt auch so ein bisschen, diese Figur hat keine echte Motivation dafür, sondern es gibt eher so eine extrinsische Motivation. Jemand kommt an und sagt, hilf mir, und er hilft halt. Aber Indiana Jones als Figur wirkt auserzählt und es wirkt so, als wäre sein Charakter so weit über seinen Zenit hinaus, dass es eher peinlich wirkt an einigen Stellen. Was auch auffällt, ist, dass sie die Action-Szenen extra so designt haben, dass sich Harrison Ford nicht mehr wirklich körperlich betätigen muss. Es gibt zwar eine Ausrittsequenz, da merkt man aber deutlich, es ist ein CGI-Modell von Harrison Ford. Und ansonsten sind hier alles Verfolgungsjagden. Alles findet in irgendwelchen motorisierten Vehikeln statt. Ich verstehe es irgendwie und irgendwie nicht, weil immer wieder der Gedanke bei mir aufkam, warum habt ihr diese Figur und diesen alten Mann denn jetzt nun wirklich noch einmal vor die Kamera gezerrt, wenn ihr alle möglichen Wege finden müsst, um zu verheimlichen oder irgendwie zu verschleiern, dass das alles nicht mehr geht, was da auf der Leinwand passiert. Bei den Action-Szenen fällt vor allen Dingen auch eine Sache auf, es fehlt der Steven Spielberg-Faktor. Ich habe es am Anfang schon gesagt, die Sachen, die gerade in der Prolog-Sequenz so deutlich auffallen, das Tempo, das Timing, aber auch der Schnitt. Ja, der Steven Spielberg arbeitet seit vielen, vielen Jahren immer mit demselben Cutter zusammen, mit Michael Caine. Der fehlt jetzt hier. Ja, James Mangold hat seinen eigenen Cutter mitgebracht und auch da merkt man, es fehlt einfach genau in diesen Action-Sequenzen, wo er nicht versucht, Steven Spielberg zu emulieren, an der Finesse, die Steven Spielberg mitgebracht hat. Das hier ist immer eine Ecke schlechter bei der Action, bei den Abenteuersequenzen immer eine Ecke schlechter. Ganz viele Momente in den Dialogen sind ganz klassischer Schuss gegen Schuss, eine Sache, die Steven Spielberg oft vermieden hat. Kommen wir aber mal zum größten Punkt, der mir missfallen hat, zum größten Kritikpunkt, und der hat einen Namen, nämlich Phoebe Waller-Bridge. Das ist der neue Sidekick von Indiana Jones. Im letzten Teil war es ja noch Shia LaBeouf. Jetzt ist es eine Frau, und zwar die Patentochter von Indiana Jones. Und diese Figur ist ganz, 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 ganz schrecklich geschrieben. Die ist so ein Paradebeispiel dafür, für diese Frauenrollen im US-Kino, bei denen die Leute immer wieder auf verschiedenen Seiten, in verschiedenen Lagern ins Gerangel kommen. Es wird jetzt die geben, die sagen werden, ja, habe ich doch gewusst, woke Scheiße, muss jetzt diese Frau da in diese Rolle rein. Und die geben, die sagen, David Heinen ist ein Frauenhasser, deswegen mag er diese Frau nicht. Und ich muss da ganz klar sagen, ich hätte mir total gerne, sehr, sehr gerne sogar eine gleichwertige Frauenrolle neben Indiana Jones gewünscht. Aber das darf Phoebe Waller-Bridge in dieser Rolle nie sein. Ja, man muss sagen, die Frauen in der Indiana Jones-Reihe, die waren bisher immer eher so die Damsel in Distress. Vor allen Dingen Kate Capshaw im zweiten Teil im Temple of Doom, die ist in den meisten Fällen in irgendwelchen Situationen geraten, aus denen Indy sie dann befreien musste. Ich fand aber Marion Ravencroft aus dem ersten Teil, die durfte schon deutlich mehr Stärke zeigen. Eine meiner Lieblingsszenen aus dem ersten Teil ist zum Beispiel das Trinkduell, wo man deutlich merkt, das hier ist ein Charakter, der gleichwertig zu Indiana Jones sein könnte. Das ändert sich gegen Ende des Films leider so ein bisschen und in Königreich des Kristallschädels, da darf sie dann schon gar nichts mehr sagen. Deswegen wäre es schön gewesen, wenn Phoebe Waller-Bridge eine Rolle bekommen hätte, die das hätte verkörpern können. Aber diesen Platz bekommt sie nie. Sie ist von Anfang an eine Figur,
die so ein bisschen arschlochig wirkt. Im Grunde die gesamte Zeit hat sie sich mit Indy in den Haaren. Sie drückt ihm einen Spruch nach dem anderen, die zu weiten Teilen unsympathisch sind. Aber eine echte Figurenzeichnung, die darf nicht passieren. Ganz am Ende bekommt sie dann zwar so einen kleinen emotionalen Turn, aber der passiert so spät, dass ich zu diesem Zeitpunkt schon dachte, boah, jede Szene, in der sie vorkommt, würde ich am liebsten rausschneiden. Weil dieses Gefeite zwischen den beiden Figuren, das ist mir so auf den Senkel gegangen. Das hat immer so eine ganz negative Komponente in diesen Film gebracht. Immer dann, wenn Hollywood das Gefühl hat, wir schreiben jetzt eine starke Frau, dann wird diese Frau regelrecht als Nervensäge dargestellt. Die muss die sich immer gegen alles wehren und macht immer so. Gleichwertigkeit bedeutet ja nicht, dass die sich die ganze Zeit gleichwertig Sprüche an den Kopf hauen und in den Haaren haben, sondern dass sie miteinander zusammenarbeiten. Aber auch das passiert leider zu spät im Film. Deswegen Phoebe Waller-Bridge in dieser Rolle. Oh, es ist schrecklich. Es ist wirklich für mich der größte Kritikpunkt des Films. Immer dann, wenn sie auftaucht, wollte ich am liebsten den Saal verlassen. Und das darf eigentlich in so einem Film nicht passieren. Vor allen Dingen deshalb, weil Indiana Jones in seinem eigenen Film dadurch häufig an den Rand getrieben wird. Ganz häufig nehmen die Sidekicks den Raum ein. Es gibt auch einen neuen Kinder-Sidekick. Ich muss aber sagen, der ist wirklich Lichtjahre von dem Charme und der Präsenz von Shorty, zum Beispiel aus Temple of Doom, entfernt. Antonio Banderas habt ihr vielleicht im Trailer und auf den Plakaten gesehen. Der hat exakt 5 Sätze im Film. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich würde mal schätzen, mehr ist es nicht. Sodass hier eigentlich nicht viel mehr Raum bleibt und Indiana Jones ist leider viel zu häufig nur die Figur am Rande. Beim Ende werden sich die Gemüter spalten. Ich persönlich fand es okay, beziehungsweise der Story, die erzählt wurde, angemessen genug. Neben mir saß Yves von Moviepilot. Ihr könnt euch ja gerne seine Kritik angucken. Der hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Also das kann man auch sehr unterschiedlich wahrnehmen. Die Bösewichte Mads Mikkelsen, die sind halt da, aber hinterlassen nicht viel Eindruck. Dafür bekommen auch die zu wenig Raum. Und der Rest wirkt halt leider so, als wäre James Mangold die meiste Zeit damit beschäftigt gewesen, dem alten Vorbild hinterher zu hetzen, was er aber nie so richtig erreicht. Aber mein größtes Problem mit diesem Film ist eigentlich, dass er die gesamte Zeit den Eindruck erweckt, dass die Macher nie wirklich Spaß daran hatten. Dass keiner im Team irgendwann mal dachte, yes, wir machen hier einen neuen Indie-Film, sondern dass alle irgendwie gedacht haben, oh, komm, lass uns die Nummer schnell über die Bühne bringen, das Ding muss jetzt endlich mal ein Ende finden. Und das hat es eigentlich nicht gebraucht. Das hat es mit Königreich des Kristallschädels schon gegeben. Und das, was sie jetzt neu erzählen, ist ein Appendix, der sich überflüssig anfühlt. Alles hier wirkt überflüssig, weil es eigentlich so auch hätte in einem der vielen Bücher oder Computerspiele passieren können. Die alle erzählen von irgendwelchen random Artefakten, hinter denen Indiana Jones herjagt. Aber die Figur selbst erhält keine zusätzliche Reise mehr. Ich habe das Gefühl, dass Harrison Ford nicht mehr wirklich Lust darauf hat. Der neue Sidekick ist unerträglich und die Action kommt nie an das heran, was Steven Spielberg ursprünglich mal gemacht hat. Und deswegen war ich am Ende des Films, ich war wirklich krass enttäuscht. Es ist eine meiner Lieblingsreihen, weil ich das verbinde ich mit meiner Kindheit. Und ich mag auch dieses Gefühl von, jemand geht auf eine Abenteuerreise und entdeckt in irgendwelchen Höhlen Dinge. Ja, diese legendäre Szene mit der Kugel am Anfang, die werden wir alle nicht mehr vergessen. Und die wenigen Momente, an die man sich aus diesem Film hier erinnert, werden die sein am Anfang. Ja, und das ist einer, da bedient man sich eigentlich nur an Dingen, die bereits geschaffen wurden. An den Sachen, die Steven Spielberg vor 30 Jahren gemacht hat. Hier werden keine eigenen Fußstapfen hinterlassen. Wann immer der Punkt versucht wird, an dem das geschieht, scheitert James Mangold mit diesem Film. Deswegen fand ich den, ehrlich gesagt, noch mal schlechter als Königreich des Kristallschädels. Und es tut mir in der Seele leid, dass ich das sage. Ihr werdet jetzt wieder sagen, David Hein hat immer was zu meckern. Und ich saß im Kino wirklich da und dachte, es kotzt mich an. Ich würde gerne mal nicht meckern müssen bei diesem Blockbuster-Film. Aber das hier ist leider wieder einer von denen, die mich nicht überzeugt haben. Bin gespannt, was Mission Impossible nächsten Monat mit mir macht. Diese Reihe hat mich noch nie enttäuscht. Große Hoffnungen daran. Aber Indiana Jones, jetzt ist wirklich der Zenit erreicht und ich hoffe, diese Figur darf jetzt endlich ihr Ende finden. Ich bin gespannt, wie sie sich an der Kinokasse macht. Eigentlich ist es eine Reihe aus den 80ern. Das heißt, eigentlich nur noch Leute, die so alt sind wie ich, werden wahrscheinlich so richtig brennen und da Bock drauf haben. Und die anderen haben die Lust auf einen Film, auf den sein eigener Star nicht wirklich Lust zu haben scheint. Wir werden uns auf jeden Fall in den nächsten Tagen wiedersehen und ihr werdet mir wahrscheinlich auch in den Kommentaren ja dann schreiben, wie ihr ihn gefunden habt. Bis dahin sage ich erstmal Tschüss und mach's gut.